Ich mache mich auf den Weg durchs Dickicht und habe euch was zu zeigen, um mich zu bedanken, und möchte bei meinem Shelter auch ein bisschen was kochen. Also bis dann. Entlang einiger Tierspuren geht's zu meinem Shelter. Aber muss ich mich manchmal bücken. Ich weiß, dass hier Wildschweine sind. Und da geht's hier immer durch. Bis gleich. So. Noch ein paar Mal ducken. Inzwischen war ich ja schon so oft hier lang gegangen, dass ich mein Plätzchen zwar noch nicht im Dunkeln wiederfinden würde, aber ich würde es wiederfinden. Da hinten ist es im Dickicht drin. So, noch einmal hier ducken. Komme ich also zu meinem Shelter. So. Einmal außen rum. Gut, und das ist ja die bekannte Perspektive. Meinen neuen Hobo, den ich mir gebaut habe, anschmeißen. Und um den Hobo anzuschmeißen, habe ich heute was vom Markus dem Busch Sonny am Gürtel. Und zwar das Survival- und Bushcraft-Messer, was auch schon der Markus vorgestellt hat. Und der Inisch. Also der Marius Freisinger und der Inisch Markus haben es vorgestellt. Und deswegen werde ich auf die Details nicht eingehen. Also bei mir geht es jetzt darum, dass ich den Hobo heute mal im Gegensatz zum Feuerzeug mal zünftig heute anmache. Ausgehen.
ist, eine ordentliche Glut zu bekommen, fülle ich den erstmal richtig voll, den Hobo. Er zieht aber richtig gut. Slicer. Für die Küche ist das Messer schon ganz schön dick, aber es geht. Es wird lecker. Viel Zwiebeln, viel Knoblauch. Und eine Soße. So. Dann wird das jetzt gleich angebraten. Da muss ich gerade nur das Öl rausholen. Ach so, ja, das habe ich jetzt in dem Rucksack auch immer dabei. Danke, Buschani. So, ich habe ja normalerweise meinen Deuter an dem großen Rucksack immer. Und das kann nicht schaden, wenn in jedem Rucksack sowas hat. So, hier ein bisschen Öl, das habe ich damals von dem Andi Zandi bekommen. So. Jetzt wird der Topf aufgesetzt. So, dazu muss ich mal hier, da muss ich die Kamera umstellen. Kommen die Zwiebeln dazu. Wie soll ich das jetzt machen? Mit dem selbstgemachten Löffel. So, das lasse ich jetzt glasig bis rostbraun anbraten und in der Zwischenzeit durch die Mohrrübe dort klein schneiden und mit ran schnippeln, ran. Wirklich schön scharf. Das Messer ist natürlich eine Kategorie von Preisregionen, die für mich einfach unerreichbar wären. Aber ich bin dem Buschani dankbar, dass er mir das Vertrauen entgegengebracht hat und ich das Messer jetzt hier eine Zeit lang nutzen darf. Und heute dachte ich mal, zu diesem Anlass tue ich das dann auch gleich mal wirklich von vorn bis hinten benutzen. Während ich ja sonst eher ein Neckknife-Typ bin. So, dann ein bisschen noch von der Brennnessel, die ich mal gefunden habe, getrocknet, die wird da reingebröselt. Der Henkel zu heiß werden auf der Seite.
Zwiebeln sind glasig, aber die Mohrrüben müssen noch. Und so eine Brennnessel eingesteckt und getrocknet kann man wirklich wunderbar daran bröseln, wie Petersilie, getrocknete Petersilie oder so. Gut, das mag ich über einen etwas größeren Hobo, der an der Seite keine Durchbrechungen hat, dass der Kamineffekt entsprechend ist und auch wenn die Flammen aus sind, wie man hier deutlich sieht, ist genug Glut da, um weiter hier zu brutzeln. Und dann reicht es wirklich, ein paar so ganz kleine, Kleinfinger, dicke und lange Ästchen reinzulegen, zum Beispiel jetzt 4 Stück. Und nach ein paar Minuten wird es dann die Flamme geben, die ich dann jetzt gleich brauche für die Bolognese. Hier ist so aus dem Aldi eine Fertig-Bolognese, aber das ist mir alles immer ein bisschen zu fad. Und insofern also tue ich mir das auf die Art und Weise gerne mit Zwiebeln und Karotten, Knoblauch und Wildkräutern etwas aufpeppen. So. Was hast du dazu sagen? Ja, das ist eine vegetarische Bolognese, also eine Fleischerne würde ich nicht vom Aldi holen. Eine Fleischerne müsste selbst gemacht werden. Mit einem guten Messer sicherlich kein Problem. So, wenn mir das jetzt hier nicht schnell genug geht, dann gibt es ein paar Anpustblasstöße. Ja, mache ich das am besten mal so. Und schon habe ich wieder Flammen. Also, es geht wirklich gut. So, jetzt kommt die Bolognese da rein. Und die ist meistens immer eh zu dick. Und meistens klebt dann in der Verpackung noch was. Dann wird bei mir mit einem Schluck Wasser absetzen, so ein bisschen nachgespült. So. Und das bringt dann in der Regel dann auch die richtige Konsistenz, die ich brauche. Haben, damit es jetzt schneller geht. Also 5, 6, 7, also nochmal 3 kleine Ästchen nachgelegt. Die tun da drinnen auch irgendwie, der Rauch tut größtenteils da drin vergasen und verbrennen. Ich weiß nicht, was für ein Effekt das ist. Man sieht die blauen Flammen da. Das ist also der Rauch, irgendwo ab Mitte Dose aufsteigend verbrennt und nicht das Holz unbedingt selbst. So. Das Ganze jetzt noch ein bisschen heißer werden lassen, bis es kurz mal aufblubbert. Ich melde mich dann wieder. Und dann kommt die vorgekochte Hirse dazu und fertig ist mein Knoblauch. Zu knacken statt zu pellen, den kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Wenn man den so ein ganz bisschen anquetscht, dann platzt die Schale
und man kann den ganz einfach pellen. Zweimal. 13. Es soll deftig werden. Ich muss mal gerade. Fingergroße Stückchen Stöcker dazulegen, damit ich gleich wieder eine Flamme kriege. Es blubbert zwar noch von der Hitze, die hier aufsteigt. So. Knoblauch ist gesund. Das Wochenende ist nah. Letzte Vorlesung war. Sich so eine Dröhnung doch mal gönnen. Ich streife übrigens Messer nie am Topf oder am Hobo oder sonst wo ab, sondern höchstens an einem Brett, ein Stück Holz. So. Flamme. Und jetzt kommt die Hirse dazu, die aber schon, wie gesagt, gestern 10 Minuten vorgekocht hat. Dann ist das nicht so ein Akt heute mit zwei Töpfen hier. Ich hab schon Hunger. So. Ach, ich habe euch gar nicht mitgenommen. Das muss ich aber mal schnell umrühren hier. Zwischendurch. Damit der Knoblauch dann richtig durchzieht. Ich nehme euch gleich mit. Jetzt muss ich nur ganz kurz ein bisschen schnell sein. So, so Dille. Da sollte ich nochmal einen Schluck Wasser dazugeben. Also der Hobo ist relativ stabil. Und ihr habt ja vorhin die Winkel gesehen, die als Topfabstandhalter dienen hier. Da unten kann man erkennen, das sind vier Stück. Die kann ich auch nach außen klappen und damit dann noch einen noch größeren Topf aufsetzen. So, jetzt mache ich aber die Kamera aus. Fernsehkochen hat ein Ende. Jetzt wird Mittag gemacht. Doch was. Ach, hatte ich vergessen zu sagen, da noch ein paar gedünstete Paprikastreifen mit rein. Das kann man natürlich auch machen.
Ich habe jetzt nur ein getrocknetes Brennnesselblatt gehabt und ich wollte jetzt, oder ein paar, ich wollte jetzt nicht das zu dominant haben. So, fertig ist mein Mittag. So, dann habe ich gerade noch ein bisschen gemeines Gras gesammelt. Also das, was aus dem die Stängel, wo die Samen rauskommen, einfach Füße links und rechts gegen die Pflanze stellen, unten auf die Erde, dass man die nicht mit rauszieht, und dann Stängel abziehen. Und wir haben da gelernt, jetzt auch von Benjamin Klausner, dass man den ersten Zentimeter, anderthalb Zentimeter unten gut verwenden kann. Das habe ich jetzt gemacht hier. Jetzt mache ich mir so eine Art Schnittlauchersatz von dem ersten Zentimeter. Da kommt jetzt die Mitte drauf. Und dann würde ich sagen, guten Appetit. Und während ich esse, kann ich noch ein klein bisschen einen Vergleich anstellen. Und zwar einfach, das ist wirklich ein schönes Messer, aber ich muss sagen, ich bin auch mit dem hier recht zufrieden, was ich in Einzelteilen ja vom Volker mal gekriegt habe. Und was man halt öfter nachschärfen muss, da kann man nichts sagen und man kann vielleicht nicht ganz so hacken, weil, ich mach's mal, ja, wenn man die mal vergleicht, dann sieht man schon, dass das ein anderer Kaliber ist, also ein paar Millimeter mehr. Und die Klinge ist wirklich von den 12 cm hier ausgereizt, während die so 11,5 sind. Das ist natürlich alles edler, schöner. Ja, Markus, vielen Dank, dass ich das nutzen durfte. Und bei nächster Gelegenheit, da kriegst du das dann wieder zurück. Denn wie Batoning geht, wissen alle. Und dass man das mit dem Messer macht, hat Marius gezeigt. Und das mache ich normalerweise auch mit dem hier, beziehungsweise mit meinem langen Odo Poco. Also, ich verabschiede mich dann und wünsche allen ein gutes Wochenende. Ciao.